So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Andere Location, wir befinden uns nämlich immer noch beim Hannes in München. Ich stehe hier gerade in der Küche beim Hannes in München. Ist auch gerade vorbeigeschlichen, habe ich gesehen. Und ich muss jetzt schon die Raid am Mittwoch Folge aufnehmen. Hier ist es gerade Dienstag, Dienstag um kurz vor 11, sag ich mal, also ich muss jetzt schon die Bilder nehmen. Normalerweise mache ich das ja immer Dienstagnacht auf Mittwoch früh, dass ich das alles upscreene, reinpacke. Es sind jetzt also deutlich weniger Sachen, dadurch, dass die meisten Leute noch gar nichts geschickt haben. Dann möchte ich dem Dubstep alles Gute zum Geburtstag gratulieren, nachträglich. Der hatte nämlich am Montag Geburtstag, wie ich erfahren habe. Und vielleicht sieht das ja, vielleicht freut er sich. Vielleicht könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben. Alles Gute zum Geburtstag, Dubstep Rayman. Kennt man ja vielleicht, wer so immer mal in der Community aktiv ist. Und ansonsten würde ich sagen, schnack mal nicht lang. Fangen dann gleich an, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende kommt noch wieder der Schocker der Woche. Muss ich jetzt machen, damit das den ganzen Tag heute exportiert und hochlädt und hoffentlich bis Mittwoch früh, wenn der Zug fährt, fertig ist, dass es oben ist und auf 15 Uhr rausgehen kann am Mittwoch rechtzeitig, sonst ist das leider anders nicht möglich. Durch Hannes Internet, meinen PC und Isbo sein Gehirn ist das schon so ausgeklügelt, dass das für alle drei passt. So, jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hier beim Fanraid Go AMK, also beim Heiko. Der hat ein Bild geschickt mit Impfungen. Erste Impfung, zweite Impfung, Booster, Omikron, Deltakron, Megatron, Voltron, Tekron, Decepticon, Pokémon. Also am Hals ist auch noch was, dafür gibt es noch keine Bezeichnung. Fand ich auf jeden Fall lustig und auf jeden Fall mega übertrieben. Das ist so alles ja Photoshop drauf gemacht, oder? Decepticon, ja, kennt ihr euch aus im Transformers-Universum? Dann haben wir Deveris hier, wieder was Neues für die Sammlung. Shiny Tansa mitgenommen, Shenaya hier mit einem Shiny Vonera aus einem Ei. Muss ja aus einem Ei sein. Fanraid Go AMK, also nochmal der Heigo. 160 Raids, 0 Shiny, aber das, da 160 Raids, also ein 100%iges bekommen, ist auch eine feine Sache. Aluhut ja auch 100% Vonera mitgenommen. Wieder Bild abgeschnitten. Lassen wir mal so im Raum stehen. Dann hier Sören hat gezeigt, es gab einen kleinen Bug und einer hatte gepostet, dass wirklich bei 100 Raids 100 Lucky Pokémon rausgekommen sind. Direkt jedes Pokémon, was getauscht wurde, wurde Lucky. Hat einer bemerkt, hat das genutzt. Zack, jetzt kriege ich schon die Käse hier nutzt. Hat es auf jeden Fall genutzt und hat jetzt 100 Pokémon an einem Tag bekommen in Lucky. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, aber ist ja nicht aus der Community. Wir wollten nur mal darauf hinweisen. Genaya nicht aus dem Raid. Shiny Aero Kacksprühl. Schäfe 24. Auch 100er Shadrago. Yes, schreibt er hier. Aluhut 100%. Iguana. Heigo nochmal. Will der Yantik was gut machen? Hat hier noch ein paar Shinies am Start. Das Slimer ist auch ganz cool, finde ich. Drachig 23. 15.30 Uhr gefangen. 100er Bisaflor mitgenommen. Henry Niki, das kommt unerwartet gerade. Noch ein Shiny unter Tydox. Matze auch nett hier. 100er Slimer. Bierschanga. Shiny Click. Kulidita. Shiny Krypto Kindwurm. Auch mitgenommen. Shenaya gestern aus dem Raid, den wir gemacht haben. Das ist ja alles bei euch durcheinander, wie das ankommt. Aus dem Raid, den wir gemacht haben, noch die Shenaya eingeladen, auch noch ein Shiny abgegriffen. Bei diesem Raid bin ich mit 1, 2, 3 Glücksfreund geworden. Komischerweise bin ich beim gleichen Raid auch mit Isbo Glücksfreund geworden. Beim Isbo wurde es nämlich angezeigt, bei mir aber nicht. Selbst als ich in den Tauschstream gegangen bin, in den Tauschbildschirm, beim Isbo stand Glückstausch, Glücksfreund, bei mir stand einfach nichts. Ich weiß nicht warum, trotzdem haben wir getauscht und es wurde Lucky, war aber trotzdem wieder Anzeigefehler da. Alexander Ahringer zeigt auch hier seine Shiny-Ausbeute vom Bisasam Classic Day. Auf den ist er besonders happy, gefangen in der Wildnis für Raid am Mittwoch. Hier haben wir nochmal Genaya mit ihrem 98er Krypto Honliu, also Bibor, was sie zu einem 100er erlösen könnte. 100er Meditalis noch bei Genaya. Durch einen Tausch erhalten von Viva La Ramses rübergetauscht. Ist 100 geworden, behält man so. Burkhard zeigt uns seinen Turtok in der Wildnis. Selal, Shiny Magnetilo, Shiny Natu.
ganz typisch hier, der Jentik, ich glaube, wir haben was vergessen. Ich glaube, wenn du es vergessen hast, dann war es gar nicht so wichtig. Ja, du hast auch wieder recht. Boom! Was ist das? Das sind XL Sonderbonbons oder irgendwas? Das ist keine Mega-Energie, oder? Das sind Bonbons. Ich glaube, ich erstick gleich. Mir ist so heiß die ganze Zeit. Stimme auch schon wieder weg. Hat hier noch was Selal Iguana mitgenommen. Ice Scorpions, ein schillender Sternenstaubbeutel. Da lohnt es sich, in der Mittagspause mal rauszugehen. Nimmt man natürlich auch mit. Ein frisch getauschtes 100% Macholo. Was er dann auch gleich gemaxt hat und entwickelt hat, direkt gemaxt für die Maro Miami, auch auf 3455. Marco FedEx hier gönnt sich das 100er Genesekt. Hab ich nicht bekommen, war nicht so wichtig. Habt ihr ein 100er Genesekt? Schreibt es mir in die Kommentare. Marco FedEx auch mit dem 100% Iguana. Sören, was mache ich mit dem Kleinen? Hat schon wieder ein Stolunio bekommen, hat jetzt auch eine ganze Armee davon schon voll. Könnte er eigentlich also weghauen oder er macht mal eine 6er Armee, Stollos voll, wieso nicht? Ich schwöre, das hieß früher Waldmeister-Eis. Auch aus Sörens Gruppe hier. WhatsApp-Eis, kennt man das? Waldmeister-Eis, WhatsApp-Eis, er hat gesagt, da gibt's auch Facebook-Eis, was das eigentlich Schlumpfeis war, was es sonst immer gab. Also die Trends werden immer bescheuerter, aber warum nicht? Ich würde das dann testen und dann in den Titel schreiben. WhatsApp-Eis und Facebook-Eis und schon drehen die Leute wieder durch. Steve Burndown, nach dem C-Day noch diese schillernde Mülltüte abgesahen. Auch noch mitgenommen, Dabi noch was für Raider Mittwoch hier. Ich kann gar nicht sagen, was das sein soll oder darstellen soll. Da hängt einfach ein Pokémon auf der Arena rum. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Pikachu? Welches Pokémon könnte dies sein, was hier auf der Arena hängt und die ganze Arena eindrückt? Da habe ich auch nochmal mein erstes Pupanz Shiny mitgenommen. MTV Frost auch. Iguana in 100%. Benjamin hier mit einem Glücksmagnetilo aus dem Tausch erhalten in 100%. Shiny Krypto Kindwurm ist ja jetzt auch wieder am Start bei den Rocket Bossen. Das war, glaube ich, sein zweiter, den er gemacht hat. Sein zweiter Versuch direkt auch mitgenommen. Thomas Speck auf 98er Krypto Hunduster. 100% Wallreiser, Thomas Speck, 98er, Snubbull, auch Krypto, Lennart, Shiny Click, Shiny Voldoball, Heigo, Shiny Mülltüte, 100% Electek, 100% Shadrago, den haben wir vorhin schon gesehen, jetzt denkt ihr nämlich der H2, hier nach 160 Raids kam der dann, und danach kam das Shiny, dann sammelt er noch XL-Bonbons alles, also er hat auf jeden Fall jetzt sein Ziel erreicht. Shiny habe ich auch von dem Teil, bin den Kleinen geradet, dann rübergetauscht, aber er hat das 100er. Das kann zwar nichts, aber das sieht erstmal cool aus. Dann K-Joker noch ein Bild reingeschickt. Mama, ich habe einen Onyx gefangen. Wow, das ist toll, mein Junge. Los, Onyx. Nein, nicht im Haus. Onyx. Und das Haus ist im Eimer, ne? So sah es beim Hannes auch aus, jetzt die letzten Tage. Plötzlich alles. Aber bald ist ja wieder Ruhe eingekehrt, Ruhe im Karton. Patcher Boy hier noch, ein 100% Shiny Visa Sam mitgenommen. Altenmarkt bei Fürstenfeld, Steiermark, Österreich. Und der Geitsch noch mit einem Shiny Magnetilo. Das waren schon die Highlights. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Heiko, vom Fanraid Go AMK. Der hat uns hier nochmal gezeigt, ein 100% Shiny Glücks Lucario als Best Buddy. Sieht auf jeden Fall mega stark, mega fett aus. Und jetzt gerade, wo ich das red, bin ich mir unsicher. Habe ich das nicht in der letzten Folge schon gehabt? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Schocker der Woche. Was bei mir da gerade noch rumgeflogen ist im Beutel. Finde ich cool. Muss nicht mal shiny sein. Ich würde mich auch über ein 100%iges Lucario freuen. Egal, ob das jetzt hier als Riolo gebrütet ist oder mal aus einem Mega Raid irgendwann kommt. Wenn es dann Lucario gibt oder beim Tauschen einfach erhalten. Wenn ich mit Terrakium fertig wäre, würde ich wahrscheinlich dann eh immer auf Riolo gehen bei den Lucky Trades, bis ich ein 100er habe. Ansonsten Glückwunsch an den Heigo. Wie gesagt, alles Gute nachträglich noch an den Dubstep Raymond. Und Mittwoch bin ich zurück. Mittwoch werden wir dann auch gleich die Regi-Eis-Raid-Stunde machen. Da erwarte ich eure Einladungen und im Stream. Da können wir mal wieder Hallo sagen und mal gucken, wer noch alles lebt. Und ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.